Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich, dem einzig wahren natürlich. Wir sind freies Element, nicht Kapitän, okay, warum nicht? Deswegen starten wir auch ganz hinten, weil wir theoretisch in die Ausreißergruppe dürften. Wir haben die 131, haben aber nur freies Element. Man muss es nicht verstehen. Aber wie gesagt, unser Teamchef, der säuft. Nicht wie bei Team Bianchi, wo natürlich nur vegane Ernährung am Start ist. Bei Team Skoda wird sowieso nur gesoffen. Die sind aber auch alle unsympathisch und untalentiert. Von daher ist das nicht anders zu erwarten gewesen. So, Ulle kämpft sich hier mal vor, hat sich gerade nochmal den Rotz aus der Nase gewischt. Da vorne gehen jetzt die Ersten in die Ausreißergruppe. Ja, jetzt. Ich dachte schon, der Porto-Fahrer würde sich da vorne einklinken, aber hat dann im letzten Moment gesagt, nö, weißt du was, so nicht. Wer ist denn hier wieder mal am Start? Die Knaupe Nimmersatt ist wieder mit dabei. Wir können mal ganz kurz noch die Perspektive ändern. Schauen uns das von etwas weiter oben an. Auf jeden Fall, Baum geht weg. Guter deutscher Name, die deutsche Eiche. Alter, schon wieder vergessen, das zu ändern. Das nervt. So, da kommen auch einige an unsere Seite direkt, die uns aber nicht beschützen wollen, weil wir ja nur freies Element haben. Wird da keiner uns wirklich Körner sparen. So, also nächste Folge mit Ulle, der nach wie vor eher offscreen kommt. Das Schöne ist auch, im Video habe ich viel gesagt, ich möchte nicht, wenn ich mit Ulle streame, wird die ganze Zeit kommen, nee, spiel doch lieber Abo-Team weiter, spiel Abo-Team weiter. Ja, und der erste Kommentar war tatsächlich, kommt heute Abo-Team unter dem YouTube-Video. Fand ich ganz amüsant. Es ist immer so ein bisschen YouTube in a nutshell, aber ist ja okay. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr nach Streams und Videos fragt. Das heißt ja, dass man zumindest irgendwas richtig macht. Von daher bin ich da zufrieden mit. Wir gehen mal etwas weiter so in diese Perspektive, machen mal den Heli drauf. Finde ich dann am Anfang irgendwie doch noch schöner und vor allem hat man auch, fliegt man nicht down durch irgendwelche Baum. Kronen, Wipfel, was auch immer durch. So, Schrochmeier holt uns ein Wasser. Wir haben die Tagesform 0, das muss man auch nochmal erwähnen. Wir verlieren heute nicht viel. Und hinten sind die Anstiege natürlich sehr, sehr steil, aber es geht quasi nur noch bergab. Wir hauen einfach mal volle Energie rein und so gut waren wir schon lange nicht mehr in Form und wir sind mit schlechterer Form schon relativ gut gewesen. Deswegen glaube ich, dass wir heute nicht ganz schlechte Chancen haben zu gewinnen. Wenn die Ausreißergruppe nicht durchkommt, was ich natürlich dem Herrn Baum sehr, sehr gönnen würde. Aber irgendwie auch nicht. Ich würde ihm hinterherfahren. Ich würde Tempo gegen ihn machen. Wir verlassen ja eh das Team. Und gehen zu Karakrawall. Der Henninger-Turm wieder im Bild. Sein Wanderturm habe ich auch schon mehrfach gemacht. Den Gag seit 2 Jahren nonstop. Wenn dieser Turm im Bild ist, wird sofort der Henninger-Turm genannt. So, ich sortiere mal neu, damit ich da vorne bin. Etwas weiter oben. Könnt ihr mit Backspace machen, falls ihr euch das wieder fragt, wie man neu sortiert. Aber das Spiel sortiert jetzt ja mehr oder weniger selbst. Das ist wirklich auch eine der guten Neuerungen. Mit E1 Baum sieht man jetzt hier auch die Abstände an der Seite. Ulle hat circa 3 Minuten Rückstand. Auf die Ausreißergruppe ist im Peloton. Das gefällt mir wirklich gut. Und wir haben ja schon die Vorzüge des Radsportmanagers. Manager ist jetzt auch häufig genug genannt. Also ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades. Wie gesagt, es gibt immer noch so ein paar Sachen, die man verändern könnte. Beziehungsweise auch der große Sprung im Spiel, der wird wahrscheinlich nie kommen. Es ist jetzt so, das maximale Niveau ist, denke ich mal, erreicht. Aber sowas wie ein Story-Modus im Pro Cyclist, das wäre natürlich sensationell. Aber dafür fehlen wahrscheinlich auch die Kapazitäten. Wobei die Verkaufszahlen, denke ich mal, nicht ganz schlecht sind für den Pro Cycling Manager. Weil es ja der einzige seiner Art ist. So, 1 Minute 15 nur noch. Dann gehen wir mal runter und schauen uns das aus der Ego-Perspektive an. Ego, der wir sind. Vom Ego, der wir sind, Egomane, der wir sind vielleicht, aber... So, wenn wir da vom FC Porto Alarcon, ein 74er Hügelwert. Da kann Ulle mit der 67 nicht so gut mithalten. Aber es ist schön zu sehen, dass da unten nicht alles rot ist. Wie gesagt, muss man besser austarieren. Das habe ich nicht wirklich hinbekommen. So, jetzt geht es gleich zum ersten Mal in diesen wirklich steilen Anstieg rein. Sollten wir auf jeden Fall vorne dran bleiben, deswegen stelle ich den Wert schon mal etwas höher. Bleiben wir bei Hulk dran. Das letzte Mal, dass man Hulk Fußball spielen hat sehen, war eben beim FC Porto. Ja klar, danke Hulk. Ist prima gemacht. Danach St. Petersburg und jetzt China ist ja auch irgendwie das gut verdienende Karriereende.
Ja, Tempo ist schon ziemlich hoch. Ich möchte mit Ulle da trotzdem jetzt gerade nicht reagieren, weil es nur ein Zwischensprint ist und wir dann etwas gemächlicher hinterherfahren. Hoffe ich. Wir legen schon ein richtiges Tempo hier vor, alter Schwede. Aber jetzt sind einige platt, haben sich den roten Balken eben durch diesen Zwischensprint kaputt gefahren und Ulle hat da gar nichts gemacht und ist trotzdem jetzt in Position. Also da sind wir doch sehr, sehr vernünftig am Start gerade und fahren uns etwas weiter nach vorne. Ihr seht schon hier, die treten alle schwer. Ausreisergruppe ist auch eingeholt. Da versucht Eck vorne jetzt wegzufahren. Aber das ist zu früh, das wird er nicht schaffen und er kommt nicht mehr aus der Gruppe raus und Ulle macht das relativ konstant. Er tritt sein Tempo. 80er Wert blinkt zwar gerade, aber das ist alles in Ordnung, solange da jetzt nicht gerade die Lücke reißt rechts. Nee, die wissen auch alle, dass das zu früh wäre und schon sind wir auch oben angekommen und haben das relativ kraftsparend gemacht. Wenn wir jetzt noch einen Helfer hätten, beziehungsweise einfach jemanden, der uns beschützt, dann wäre das sehr schön, sind aber nur noch 21 Fahrer dabei. Baum wäre eine Möglichkeit, wenn der mit der Gruppe hinten nochmal drankommt. Die Gruppe, die da hinten gerade fährt. Aber gut. Die Abfahrt ist nicht besonders lang. Wir können trotzdem ein bisschen regenerieren. Wir fahren den nächsten Anstieg dann natürlich auch etwas schneller. Oh, guck mal hier, wieder schönes Profil. Schöner Fluss. Ulle macht wieder das Knie raus, pinkelt erst nach links, dann nach rechts. Oder andersrum, erst nach rechts, dann nach links. Immer noch zwei Ausreißer vorne. Pereira und Reis. Sehr türkischer Name auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich Reis ausgenommen. So, Tempo macht Hulgard. Auch kein ganz schlechter von der Beschleunigung. Von Beschleunigung her. So, den Wert in der Ebene habe ich ja auch ein bisschen angepasst bei Ulle. Stimmt, das habe ich glaube ich in der Folge davor gar nicht gesagt. Weil ich der Meinung bin, dass ein Zeitfahrer durchaus auch einen guten Wert in der Ebene haben sollte. Sehe ich natürlich nicht, wie lange dieser Anstieg ist. Tempo ist gerade okay, aber jetzt auch nicht massiv hoch. Hinten ist es eh noch etwas flacher. 6,2 Kilometer ist das Ding lang. So, nicht wegdrücken lassen, bitte. So, jetzt auf jeden Fall in vorderster Position, Ulle. Diese Tempoverschärfung gehen wir auch mit. Bisschen weggeklemmt. Alter Schwede, Tempo ist sehr, sehr hoch. Wir machen das wieder konstant eher. Schauen, ob wir hier vorbeifahren können. Dann schauen wir mal. Es sind noch 11,2 Kilometer. Nein, geh... Ach, du Depp, ey. Nummer 5. Fährt er uns direkt vors Rad. Jetzt haben wir die beiden vorne sind platt, haben sich gerade den roten Balken schon zerfahren. So, und eigentlich sind sie nur Teamhelfer, glaube ich. Quasina und Kuss. Ach, Quasina. Ich glaube, den hatten wir in irgendeinem Abo-Team mit dabei. Ist das eine Attacke von Alarcon? Ja. Aber er zieht direkt wieder zurück. Und jetzt kann Ulle vielleicht mal was starten. Das sind auch 9,3 Kilometer. Wir sind quasi gerade oben an der Kuppe angekommen. Vielleicht mal hier oben drüber attackieren oder in die Abfahrt rein attackieren. Mal schauen, ob wir uns leicht absetzen können. Ist gleich mal eine halbe Minute geworden. In der Giegel nehmen wir mal. Ja, 99 ist etwas viel, glaube ich. Aber wir haben schon eine Lücke gerissen nach hinten. Das könnte reichen für den Sieg. Jetzt geht es hier nochmal ordentlich bergab. Also wir fahren mit der 95, aber gut, er rollt eh gerade. Wir haben noch den kompletten roten Balken. Eine Minute Vorsprung, das müsste eigentlich reichen. Also wenn jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, dann haben wir es gewonnen. Dann können wir vor allem hier auch gleich nochmal sprinten. Da war das ein sehr souverän. Ja, Ulle, mach ruhig, ne? Kurve muss man auch erstmal ruhig fahren. Und dann ist das hier der Sieg mit Tatütata im Hintergrund. Jan Ulrich gewinnt, ein bisschen mit Ansage. Also... Wir sind hier schon sehr gut unterwegs auf einem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Haben natürlich auch genau den Moment genutzt, wo wahrscheinlich alle gerade sich angeguckt haben und gedacht haben, okay, jetzt machen wir erstmal ruhig und machen dann Sprint.
Nee, Ulle hat es einfach gerissen. Wir waren nicht mehr bei den Favoriten genannt. 67er Hügelwert, 62er Beschleunigung. Ist eigentlich nicht die Welt. Und es wundert mich nach wie vor, dass auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich habe extra nochmal geschaut, ob alles noch so eingestellt ist. Dass wir hier doch relativ gut am Start sind. Naja, gut, nehmen wir so hin. Ich habe generell das Gefühl, dass der Radsportmanager dieses Jahr etwas leichter geworden ist. Aber jawohl, Erfolge 1, Errungenschaft freigeschaltet. Das gibt bestimmt wieder ordentlich Punkte vom Teamchef. Rally Cycling, die Rivalplattform. Einfach mal Rival. Die sind einfach bockig. Wir sind Rivale von jedem. Wir arbeiten nirgendwo mit zusammen. So, Jan Ulrich vor Fabian Lienhardt und Rob Britton. Ein britischer Kanadier. Was sagt der Chef? Außergewöhnlich. Oioioi, 78 Punkte. Da sind wir schon bald wieder an der nächsten Stufe dran. Ach, wir sollten einen Ausreißversuch machen. Naja, gut, scheiß drauf. Und ja, der Ausreißversuch war schwach. Sehr schön. Es war doch Quatsch, da in die Ausreißergruppe zu gehen. Wir hatten doch Chancen, hinten raus zu gewinnen. Finde ich aber schön, dass er trotzdem bockig ist. So, der Ötztal Pro Classic, der kommt dann erst noch in 3 Wochen. Das dauert ziemlich lange. Aber da sieht man, was drin ist, wenn wir etwas besser in Form sind. Gerade mal Pause, vielleicht können wir ja noch das ein oder andere Rennen mitten reinschieben. Nein. 30.07. Okay, was haben wir denn sonst noch? Nee, da kommt gar nichts vorher. Wir können nicht mal ein anderes Rennen fahren. Sollten vielleicht hier nochmal anfragen, beziehungsweise wir werden ja automatisch mit reingenommen. Hinten raus kommen wir eh nochmal ganz gut in Form. Warum sollen wir die Rennen nicht mitfahren? Nehmen wir alles mit, was geht. Vom Training her müsste das eigentlich passen. Hinten raus geht dann jetzt die Ermüdung hier wieder etwas weiter nach oben. Schauen, ob wir noch irgendwo was anderes einstellen können. Wenn wir hier vielleicht auf... Nee, da macht das nicht so den Einfluss. Wenn wir da auf Mittel gehen, dann ist die Fitness immer noch gut genug, um da vorne mitzufahren. Und danach wird quasi ihn nur noch pausiert. Wobei man hier auch nochmal... Ich glaube, wir haben ja noch einige Rennen jetzt hinten raus genommen, also am 11.10. zum Beispiel. Das hier wäre ja dann der Oktober. Dann sind wir da auch nochmal ganz gut in Form. Wir probieren es einfach mal. Und jetzt dauert es natürlich ewig lange, bis wir beim Ötztal Pro Classic rauskommen. Eieieiei. So, und ich kann das ein bisschen überquatschen. Hier Ballon d'Alsace wird jetzt der neue Running Gag. Ja, also was demnächst auf dem Kanal natürlich kommt, sind einige Sportspiele, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt. Da werden wir uns sehr drauf konzentrieren. Erstmal Formel 1, wo wir tatsächlich vorhaben, auch mal eine komplette Saison durchzufahren. Vielleicht dann aber auch nicht für dasselbe Team, aber da müssen wir nochmal genau drüber quatschen, wie das genau aussehen wird. Der Chris hat sich da wie immer schon etwas mehr informiert zu dem Spiel. Scheint etwas, ja, benutzerfreundlicher zu sein, bedeutet für Leute, die vielleicht nicht ganz so gut mit dem Gamepad umgehen können, ist es vielleicht etwas einfacher geworden als der Vorgänger. Da freue ich mich natürlich persönlich drauf. Da können wir dann vielleicht mal etwas engere Schlachten schlagen. Das neue NBA 2K18 möchte ich auf jeden Fall wieder den Story-Modus spielen. Dann versuche ich natürlich auch nach wie vor viel zu streamen. Das bietet sich natürlich auch gerade bei NBA und Formel 1 an. Und dann auch immer mal wieder Leute dazu zu holen, wie zum Beispiel den Lukas, dass er beim Abonnententeam mal mit am Start ist. Er hat es ja immerhin auch ins Team Bianchi geschafft. Von daher würde das ja Sinn machen, wenn er mal mitkommentiert. Dann könnt ihr eure Fragen, die ihr einfach mal zum Radsport habt, auch einfach live stellen. Und der Lukas ist dann quasi im Chat. Ich spiele einfach mal vor mich hin. Ihr guckt nicht mehr, was ich spiele, sondern ihr unterhaltet euch quasi nur noch mit Lukas, was auch in Ordnung ist. Kann ich verstehen. Macht Spaß, sich mit Lukas zu unterhalten. Von daher, dann der Uno ist natürlich auch immer wieder mal mit dabei beim Abonnententeam und kann dann das Team Skoda anfeuern, was er wahrscheinlich auch sehr, sehr deutlich machen wird und Team Bianchi hasst. Gut, was kommt sonst noch? Life is Strange hatte ich schon angekündigt, werde ich wahrscheinlich dann direkt auch an dem Tag, wo es erscheint, streamen. Müssen wir mal schauen, wann es freigeschaltet ist und ich muss an dem Tag bis 20 Uhr arbeiten, von daher kann ich noch nicht so 100% sagen, dass wir da auch quasi beide Episoden an einem Tag durchzocken werden. Ach hier, die Bing Bang Tour ist jetzt parallel. Die hätte ich natürlich auch gerne gespielt. Aber wäre natürlich etwas schwer geworden mit Jan Ulrich, obwohl er natürlich ein guter Zeitfahrer ist. So, wir bekommen, glaube ich, pro Woche 7 Punkte für hier für unser nächstes Level. Also vielleicht schaffen wir das nächste Level.
noch bis zum nächsten Rennen. Nee, so lange dauert es dann natürlich auch nicht. Es sind noch 2 Wochen bis zum Ötztal Pro Classic. Die Fitness ist immer noch bei 82%, Ermüdung bei 50%. Das hält sich also ziemlich die Waage. So, mal schauen, dass der Balken da vielleicht noch etwas nach unten geht. Jo, was kommt sonst noch? Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr sonst noch alles ansteht an Spielen. Eigentlich würde ich gerne mal ein NFL-Spiel zum Beispiel machen, aber ich glaube, NFL Madden gibt es immer nur für die Xbox. Müsste ich mich mal informieren, ob es das dieses Jahr auch für PC oder PlayStation gibt, wobei ich die PlayStation dann auch hier erst noch anschließen müsste. Die ist eigentlich noch im Wohnzimmer drüben. Jetzt in meinem riesigen Anwesen weiß ich schon gar nicht mehr, wo die Sachen überall sind. Jo, in München bin ich gut angekommen, ich fühle mich hier sehr wohl. Die Münchner sind überraschend sehr viel freundlicher als die Frankfurter. Also hier fühlt man sich relativ schnell heimisch, wo man ja eigentlich immer denkt, die Münchner sind, die schließen andere aus und machen ihr eigenes Ding. Stimmt nicht. Sind unglaublich freundlich, kann ich nur empfehlen, einfach mal nach München zu kommen. Sehr schöne Stadt. Tagsüber scheint immer die Sonne und abends gibt es immer Unwetter. Finde ich sehr faszinierend. War zumindest jetzt die letzten 2-3 Wochen, seitdem ich hier wohne, so. Ja. Das ist mein Leben momentan. Die Wohnung ist schon ziemlich gut eingerichtet. Ich habe ja für alle, die es nicht mitbekommen haben, jetzt hier einen neuen Schreibtisch, einen neuen Bildschirm. Der Rechner ist derselbe geblieben, aber es ist halt alles sehr, sehr viel professioneller als vorher. Deswegen macht auch das Aufnehmen sehr viel mehr Spaß. Ich kann mich zurücklehnen im Bürostuhl, nicht wie früher in der etwas kleineren Wohnung auf der Couch, wo mir dann der Rücken auch sehr, sehr wehgetan hat nach 3-4 Stunden Aufnehmen. Da hat man am nächsten Tag, habe ich das gemerkt, und das sorgt natürlich auch nochmal zusätzlich für Erschöpfungszustände. So kann ich mich einfach zurücklehnen und schön kommentieren, während es von Olmütz nach Olmütz gefahren wird. Ich tippe mal auf die Czech Cycling Tour. So, Ermüdung nur noch bei 25%. Sehr schön. Also, Ulle kommt wieder. Also, gut in Form. So, von Nantes nach Arbon. Nantes war, glaube ich, auch Tour de France Ort. Reims nach Lanaken. Da wohnen bestimmt richtig... Alter, hast du den gesehen? Voll die Lanacke. Auch ein Wort, das man nicht sagen sollte. So, die Bing Bang Tour geht zu Ende. Die Volta a Portugal M Bicicleta nähert sich ebenfalls dem Ende. Von Antwerpen nach Oudenaarde. So, und der Ötztal Pro Cycle Classic... Nee, Pro Classic nur. Könnte jetzt auch bald mal kommen. Ich glaube, heute, wo ich das aufnehme, sind auch die Cycle Classics in Hamburg. Wenn ich mich nicht täusche. Müssten eigentlich heute sein. So, jetzt hat uns das Spiel gesagt, weißt du was, mach doch mal wieder selber was. Deswegen schauen wir uns mal die Platzierung an, wo wir kontinental denn überhaupt liegen. Also als Team sind wir bestimmt sehr, sehr weit vorne dabei. Ja, Platz 31 immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Für den Aufstieg zählt natürlich die Super Prestige-Wertung, wie es auch in den Kommentaren stand, aber das wusste ich auch. So, Super Prestige sind wir auf Platz 59 von 91. Und generell kontinental sind wir mit Jan Ulrich auf Platz 34. Dafür, dass wir so wenige Rennen fahren dürfen, ist das absolut in Ordnung. Hier sind natürlich auch ganz andere Kaliber mit dabei. Lilian Calmejean, der Tour-Etappensieger dieses Jahr. Und im Super Prestige, da sind wir natürlich noch weiter hinten. Also die Top 100 wären ganz nice. Nee, haben wir nicht geschafft. Oh je, so viel zu den Top 100. Platz 259. Wir sind also ungefähr in den Gefilden von Tommy Haas, der ja leider keine Wildcard für die US Open bekommen hat, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich finde, Tommy Haas hätte es verdient gehabt, sich bei den US Open nochmal zu verabschieden. Aber gut, muss mal so hinnehmen, wie es ist. Bin gespannt, wie Alex Zverev abschneiden wird. Wahrscheinlich die Nummer, oder ziemlich sicher die Nummer 4 der Setzliste. Und dann ist vielleicht was drin. Momentan ist ja die halbe Elite verletzt. Nadal ist auf Hardcourt jetzt bislang noch nicht so positiv aufgefallen. Muss man mal schauen, was da drin ist für Zverev. Gibt natürlich auch jetzt Kyrgios und Dimitrov, die im Finale von Cincinnati stehen. Auch David Ferrer hat wieder sehr, sehr gute Form gezeigt die letzten Wochen. Unter anderem Federer ja auch einen Satz abgenommen in Montreal. Da bin ich auch mal gespannt, was da auf uns zukommt bei den US Open. Ich hoffe, es gibt eine gute Auslosung für Zverev, dass er die ersten Runden so wie in Wimbledon relativ gut durchkommt. So, jetzt hier der Euro Ice Cycle Classic. Ganz genau, 20. August, also ist es auch heute. Da ist die Datenbank ja sehr realistisch. Und jetzt sind es nur noch 6 Tage bis zum Ötztal Pro Cycle Classic. Nee, Pro Classic, ich sag mal Cycle Classic. Ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Aber ich würde den jetzt nochmal mit reinnehmen. Die Folgen können ja ruhig etwas länger sein. Mein Internet hier ist mega. Da kann ich solche Folgen in 2-3 Stunden hochladen, obwohl die 10 GB groß sind. Das hat in der alten Wohnung einfach mal 18, 19 Stunden gedauert. Also, das läuft bei mir. Von Zottchem nach Zottchem.
Das ist ein Rennen für Peter Sagan mit seinen zotteligen Haaren. Escalde en Jordanie nach Tarragona. Tarragona. Wahrscheinlich. Ah, die Vuelta ist natürlich als auch am Starten. Das Auftakt-Prolog-Zeitfahren hat, glaube ich, BMC gewonnen. Wenn diese Folge hier kommt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, wie es die nächsten Tage abgelaufen ist. Weiß nicht, ob ich dieses Jahr wieder ein Vuelta-Let's Play mache. Eigentlich wollte ich mit dem Chris was zusammen machen, aber vielleicht konzentrieren wir uns lieber auf das Abonnententeam, weil das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch gerade mit den anderen Teams. Also, auch wenn ich am nächsten Tag das gemerkt habe, dass ich 6 Stunden gestreamt habe, aber das hat schon tierisch Spaß gemacht. Gerade wenn man es auch erfolgreich ist und man nicht immer von Quebec nach Quebec fährt, das ist dann eher, ja, contraproductive. Jo. Otztal steht da oben. Das Tal von der Otze. Das Uschtal. So, 30 Punkte fehlen uns noch. Die können wir doch jetzt hier einfach mal holen. 76%. Das sind dann also die Werte. Wenn man die Fitness mit einberechnet, finde ich eigentlich auch ganz schön. Minus 2 hier, minus 2 dort. Fitness haut rein, aber vielleicht ist die Tagesform ja ganz ordentlich bei Ulrich. Auf jeden Fall schon mal die plus 1 bei der Tagesform. Das kann also gut werden. Alter Schwede. Das wird auf jeden Fall ein steiles Stück Arbeit. Patrick Konrad inzwischen mit der 76 dabei. Enrico Barbin, Jan Hirt, der glaube ich sogar die Nummer 1 bei den Kontinentalen ist. Alexis Villarmos, das ist schon ein ordentliches Rennen hier. Da haben wir eine starke Konkurrenz. Da wird das wahrscheinlich nichts werden mit dem Sieg. Wir probieren es natürlich trotzdem mal. Und wenn wir eine gute Tagesform haben, dann haben wir vielleicht Chancen auf die Top 10. Also ich würde jetzt mal sagen, Top 10 auch 211 Kilometer ist relativ lang. Sieht nach sehr steilen Anstiegen raus. Hinten raus geht es dann quasi nur noch bergab. Aber unser Formhöhepunkt ist durchaus fast erreicht. Also plus 5 ist heute Pflicht, würde ich mal sagen. So, Radnet Rose. Da soll man nicht raten beim Team. Radnet. Du musst es wissen, nicht raten. So, Delco Marseille, das neue Team von Alexandre Vinogurov, der durchaus auch sehr erfolgreich durch die Radsportwelt radelt. So, wir kommen hier aus dem Wald raus und beobachten die Fahrer heimlich. Mit dem Heimlichgriff. Keine Ahnung. Ist mir gerade so angefallen. Gut, führende Außenseiter. Bedeutet natürlich, wir stehen neben unserem guten Kumpel, dem Herrn Wachter. So, plus 1 die Tagesform bedeutet einfach mal gar keine Veränderung bei Ulle. Das nimmt er einfach nur mit einem Schulterzucken hin. Joe Brauner kümmert sich um uns, alias Eva Braun. Und die Knaupe Nimmersatt geht, glaube ich, vorne oder hat zumindest gerade versucht, in die Ausreisergruppe zu gehen, dann aber abgebrochen. So wie den Schulabschluss in der Hauptschule. So, wir machen wieder ein bisschen weiter von oben. Dann haben wir alles etwas besser im Blick. Und dann rütteln wir hier mal 211 Kilometer durch die Gegend. So, Freienstein versucht auszureißen. Schade, dem ich ja mal das Bergtrikot geklaut habe, indem ich ihn einfach als Beschützer ausgewählt habe. Auch nicht schlecht. Ist mir aber auch erst beim Schauen der Folge aufgefallen und Benny hat es natürlich auch gleich geschrieben. Boah, wenn mein Boiler in der Küche immer angeht, rutscht mir immer das Herz in die Buchse. So, ich freue mich auch, wenn wieder andere Spiele kommen. Nicht, dass ich hier keine Lust auf den Radsportmanager habe. Ich habe gerade richtig Bock auf den Radsportmanager. Aber ich freue mich wirklich drauf, wenn wir auch mal wieder was anderes drauf haben. Bisschen mehr Abwechslung, auch mal wieder anderes Genre. Horror zum Beispiel, aber da habe ich jetzt irgendwie kein richtiges Spiel auf der Platte. So, jetzt geht es in den ersten Anstieg rein. Ich glaube, wir können hier erstmal mit der Achtfachen auch hochfahren. Tempo wird hier noch nicht ganz so hoch sein. Auch wenn es natürlich ein Eintagesrennen ist. Aber finde ich ein sehr spannendes, weil wir, obwohl wir gute Werte haben, auch für den Tag jetzt nicht bei den absoluten Top-Favoriten zu suchen sind. Freienstein scheint da ganz ordentlich zu sein in der Ausreißergruppe. Wir schauen mal. James Bond ist noch mit dabei. Cristiano Wildinger. Berlato. Ist ein Bärlaucheis wahrscheinlich. Wang.
Ha. Der Meiler. Und der Hähnel. Ehemaliger Torhüter bei Aue. Auch so sowas von unnützes Wissen. So, Tenbruck versucht Wasser zu holen. Beziehungsweise er hat es schon geholt und muss es nur noch vorbringen. Wirft Uli jetzt an den Kopf. Sehr schön. Und dann hätten wir das geschafft. Der erste Berg, ich würde mal sagen, der ersten Kategorie wäre überwunden. Jetzt nur nicht stürzen. Boah, Alter, mit der Achtfachen sieht das schon ziemlich schlimm aus. Wir durch die Schluchten stürzen, aber schöne lange Straßen, generell ein schönes Profil. Und zack, sage ich, ist gut. Alter Schwede, das ist bitter. Aber da hat Ulle wieder mal Glück gehabt. Kongsaul Janis Brajkovic war dabei. Wir können das ja mal beobachten, ob die, wie die wieder rankommen. Wie die. So, das kostet denen natürlich extrem viel Kraft, jetzt da wieder ranzufahren. Für uns natürlich nicht ganz schlecht, aber ich würde natürlich lieber fair and square gewinnen. So, jetzt geht es natürlich auch direkt wieder bergauf. Zumindest so leicht. In unserem Team war allerdings keiner betroffen, also das ist ja tatsächlich mal positiv zu sehen. Jetzt ist natürlich ein reger Positionstausch im Feld. Das sorgt immer für viel Unruhe, so ein Sturz. Für mich ganz ungewohnt, dass wir da eine Plus 1 haben. Das irritiert mich, das setzt mich unter Druck, aber wir haben ja die letzte Etappe mit 0 auch schon relativ souverän gewonnen. Mal schauen, ob das wieder so der Fall ist. Ansonsten müssen wir vielleicht wirklich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gehen. Wobei ich dann erstmal nächste Saison abwarten würde. Und wenn wir jetzt heute hier erfolgreich sind, dann können wir schon die 13. Stufe zünden. Wir verlassen gerade die Region. Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen, was es ist. Ich hoffe mal, wir sind in Österreich. Sonst wäre es etwas komisch. Also ich glaube, wir sind in Italien, der Passo Monte Giovo. Vorne ist die Ausreißergruppe, die jetzt auch gleich aufgefahren wird. Und jetzt, glaube ich, wird das Tempo auch etwas höher. Deswegen schauen wir es uns wieder in der Action Cam. Wer das Pferde-Let's Play von Gronkh kennt, der versteht den Gag. Das schaue ich mir auch mindestens einmal im Jahr an. Das ist immer wieder witzig. Immer wieder witzig. Kommt die Erinnerung. Visconti hier, alter Schwede, da sind schon ein paar gute am Start. Aufpassen, dass wir gut mitkommen. Naja, die 80 blinkt, das ist mir schon klar. Aber was soll ich machen? Ist hier noch irgendeiner vorne dabei? Tobi Knaup ist platt, es sind alle fertig. Nur Freienstein fährt vorne seine Runden. Das bringt uns natürlich einen Feuchten gar nichts. Alter Schwede. Das kann übel werden. Das ist heute eher so ein Rennen nach dem Motto, wir teilen uns die Kräfte ein, da ist nichts mit Attacke und mal schauen, ob die Konkurrenz mithalten kann. So, wenn Freienstein jetzt clever wäre, würde er merken, okay, ich schaff's nicht, ich spare mir ein bisschen Kräfte und hänge mich dann nochmal vor Ulle. Aber so clever ist er leider nicht. So, die ersten Teamhelfer sind auch fertig von Biani oder wie heißt das Team? Bardiani, oder? Genau, Bardiani CSF mit Barbin heute am Start und Ciccone. Patrick Konrad, der Top-Favorit von Bora Hansgrohe. Alexis Villermos. Schauen wir mal. Aber jetzt ist Tempo auch wieder etwas raus. Ulle kann ein bisschen regenerieren. Es war aber auch klar, also so schnell können die dann auch nicht fahren. Wir müssen uns nur gleich in der Abfahrt selber ein Wasser holen. Freienstein leider einer der ersten, die da abgehängt wurden. Aber wie gesagt, jetzt könnte er zumindest mal Tempo rausnehmen. Was er aber nicht tut, hat trotzdem noch einen Puls von 140. Na schade, dass wir kein stärkeres Team haben. Zumindest so ein, zwei Fahrer. Das mit den Domestiken haben wir auch gar nicht genutzt, weil es im Endeffekt egal ist. Bringt uns ja nichts. So, dann haben wir den Berg doch ganz gut überstanden. Wie gesagt, nur Wasser müssen wir gleich holen. Kann sein, dass es jetzt gleich anfängt zu blinken. So, Vorsicht! Da ist er durch den Stein durchgefahren.
Das macht ihm aber gar nichts. Ah, Freienstein versucht sich jetzt vor uns zu spannen. Das wird sicherlich gut werden. Und tschüss. War aber schön, dass er aber da war. So, jetzt bitte nicht abhängen. Deswegen mache ich doch mal den Einsatzbalken rein. Und Wasser holen. Nicht stürzen, Ulle. Und in der Abfahrt Wasser holen ist, glaube ich, nie so gut. Aber gut, er muss ja nur für sich selber das Wasser holen. So, ganz kurz mal nach vorne fahren. Schon sehr, sehr steile Abfahrt. Also, ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Meiler? Na doch, ist doch in der Gruppe. Sorry, ist ja gar keiner aus unserem Team. So, Ulles Steuerkünste sind weltweit bekannt. Jetzt wird es etwas gerader. Da können wir vielleicht mal weiter nach vorne fahren. Quasi nah, quasi der Wasi. Obwohl ich ja de facto der Wasi bin. Zwei von Bardiani so ein bisschen abgesetzt. Gehören aber trotzdem noch zur Gruppe. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ich finde die Abfahrt hier gerade eigentlich ganz schön. Die mal so mitzufahren. Normalerweise spült man da ja immer vor. Aber jetzt sind es noch 39 Fahrer hier vorne. Die haben Kleeblatt auf dem Arsch. Ich weiß nicht, ob das Glück bringt. Da sind ordentlich gerumpelt. Das Gesergeant rumpelt. So, und jetzt geht es hier in den entscheidenden Anstieg. Ich bin früher nochmal ein Stück weiter nach vorne. Damit wir aus dem Gröbsten raus sind. Und ja, wir schauen uns die Situation mal an. Solange wie möglich mithalten, ist glaube ich heute eher angesagt, als da selber aktiv zu fahren. Aber jetzt auch nicht so weit vorne. Und wir haben Freienstein noch an der Seite. Der sich jetzt mal wieder hinbemüht. Und gleich platt ist. Sehr gut. Ja. Gut, ich werde ihn jetzt auch nicht irgendwie noch den Einsatzbalken geben, damit er uns hier den Berg hochzieht. Das macht keinen Sinn. 80er Wert blinkt rot, aber wir fahren in guter Position, von daher werde ich den nicht höher stellen. Wir fahren sogar eigentlich zu weit vorne. So ist, glaube ich, besser. In der Position ist es in Ordnung, bei Vera Moss zu bleiben. Das können wir uns leisten, da ist auch Jan Hirt auf der Höhe circa. Jetzt sind wir natürlich momentan nicht mehr in der Lage zu reagieren in der Position. Das ist ein spannendes Profil, es sind noch 40 Kilometer bis ins Ziel, also jetzt heißt es wirklich mit den Kräften haushalten. Läuten natürlich mal wieder die Glocken im Hintergrund, ganz selten in Bayern. In München hört man kaum mal die Glocken läuten. Und ich wette, es wird dazu einen Kommentar geben. Paso del Rombo war hier oben rum, habe ich das denn noch nicht gesehen? 23,8 Kilometer lang, der Paso del Rombo. Alter Schwede. Jetzt wird das Tempo wieder etwas rausgenommen, was für uns gut ist, aber für die anderen natürlich auch. 45 Fahrer sind dabei, nur Freienstein ist natürlich wieder rausgefallen und komplett platt. So, die Ausreißergruppe vorne zerfällt komplett. Und wir können uns hier noch ein bisschen ausruhen. Puls 136 ist natürlich sehr lässig. Gerade mal schauen. Huch, ein gratis Spiel. Es gibt da nochmal so eine kleine Kuppe über die Abfahrt und dann geht es aber nur noch bergab. Also, wenn das hier so bleiben sollte, dann kann man tatsächlich vielleicht mal was versuchen. Aber erstmal würde ich auch keine Tempoverschärfung machen. Das macht alles keinen Sinn. Jetzt hängen wir uns hier hinter den Ausreißer dran. Das ist natürlich, jetzt geht der Puls wahrscheinlich gleich auch Richtung Null. Das ist jetzt ein wirkliches Belauern und ich weiß nicht, ob uns das unbedingt so in die Karten spielt mit unserem Beschleunigungswert. Aber ein spannender Rennverlauf, deswegen machen wir das jetzt mal hier etwas ruhiger. Jetzt wollte ich gerade auf zweifache Geschwindigkeit gehen, aber das können wir auch gerade mal machen. Vorsicht! Und zack, wieder durch den Stein durch. Oh, jetzt kommen gerade einige Fahrer hier nach vorne.
ne? Ulle. Ist nicht die beste aller Positionen, die du da hast. Prügel dich mal durch. Sind wir echt drin gefangen, aber mega niedriges Tempo. Die beiden da vorne, die Ausreißer sind nun wirklich nicht besonders stark und wir lassen uns von Arslan aus Narnia dort die Nachführarbeit machen. Jetzt kommt das etwas flachere Stück. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Attacken, aber es ist schon ein sehr merkwürdiges Rennen. Bardiani wäre eigentlich prädestiniert dazu, hier Tempoarbeit zu machen mit so vielen Fahrern. Beziehungsweise auch CCC Polkowice. Wasser wäre vielleicht noch gut, aber das sollte eigentlich jetzt bis ins Ziel reichen. Die Abfahrt geht ja relativ schnell. So, wie viel sind das noch? Ja, sind es nur noch so 7, 8 Kilometer bis oben dann, wenn das Flachstück bewältigt ist. Ich glaube, da konstant jetzt die Gruppe kaputt zu fahren, das wird nichts mehr. Man muss irgendwie versuchen, mit einer Attacke rauszufahren, aber ich denke mal, dass das Tempo jetzt auch höher bleiben wird. Den letzten Abschnitt hoch. Da sieht man auch jetzt in die Ausreißer eingeholt. Dann ist die Position, die wir jetzt haben, auch relativ gut. Dann mit Ciccone, der wie gesagt auch zu den Mitfavoriten heute gehört. Auch Enrico Barbin gehört da definitiv dazu. Jetzt treten alle auch etwas schwerer. Also mit der Spitzengruppe rüberkommen, wenn hier irgendwie getrödelt wird, dann können wir oben nochmal initiativ werden, aber es wird auch schon wieder etwas getrödelt. Aber es ist noch zu früh, um da jetzt zu attackieren. Aber wir könnten theoretisch auch Attacken mitgehen, also so ist es nicht, wir sind in guter Position. Wenn wir da jetzt gerade irgendwo reinfahren, wo wir nicht unbedingt sein müssen. Spannend, so ein richtiges Belauern. 28 Fahrer sind noch dabei. Ja, der Großschadner, Bidare, der allerdings auch platt ist, Schalunov, da kommt ein Italiener, der fast in den Fahrer reinläuft. Jo, also jetzt stehen sie hier fast, das sind Stehversuche. Ein Bahnradrennen am Berg. Also ein etwas merkwürdiges Rennen, was wir hier haben. Aber wenn ich jetzt das Tempo schnell mache, ich würde eigentlich lieber über die Abfahrt, wie wir das vorhin gemacht haben, also über die Kuppe rüber die Attacke setzen. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind wir eingeklemmt, jetzt wird hier gleich die Post abgehen. So, jetzt ist nicht mehr lang. Hier die Attacke ist, glaube ich, auch schwierig. Ne, die gehen auch alle mit und hängen sich an uns dran. Das macht wenig Sinn. Da können wir nicht wirklich eine Lücke reißen. Ne, da fallen zwar noch ein paar raus, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Und jetzt nochmal eine Attacke hier auf den letzten Metern, ist auch sinnlos. Von daher hängen wir uns in die Gruppe mit ran. Wir sind mit der ersten Gruppe rübergekommen. Machen jetzt die Kirsche nochmal wieder ganz. Eine Attacke hier wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen, da an diesem kleinen Gegenhang. Aber kann man ja vielleicht nochmal versuchen. Energiegel können wir natürlich noch nehmen. Hätten wir vielleicht am Berg schon machen müssen bei einer Attacke, aber das ist schwierig. Wir sind nicht der Top-Favorit. Boah, da gehen wieder alle mit. Versuch mal über die Kuppe rüber zu attackieren, ob das irgendwie was bringt. Oh, okay. Die Abfahrt ist relativ steil. Momentan brauche ich das Energiegeld noch nicht. Alter Schwede, wir können ins Ziel durchattackieren.
Bloß nicht stürzen, Ulle. So, weiterhin Attacke, Ulle. Ziehe durch. Noch 7,4 Kilometer. Es geht gleich nochmal steiler. Wir machen hier die 15 Kilometer Attacke. So, hier geht es nochmal richtig steil runter. Da muss er quasi nichts machen. So, und jetzt ziehen wir es hier mit der 99 durch. 16 Sekunden. Die kommen da hinten aber. Alter Schwede, das wird ganz, ganz eng. Jetzt geht es nochmal bergab. Noch 1,8 Kilometer. Komm, Ulle, zieh! Sprinter, hol dir das Ding. Die kommen nicht mehr ran. Nächste Sieg für Jan Ulrich. Ganz locker und souverän. Die Attacke nochmal im Gegenhang gesetzt. Jawohl, Doppeltriumph hier für Jan Ulrich in dieser Folge. Das läuft doch richtig gut und das läuft verdammt nochmal zu gut eigentlich. Wir waren nicht mehr bei den Top-Favoriten dabei. Aber da haben die hier gezögert. Also die hätten die Attacke ja mitgehen können, aber die haben gezögert und wir haben einfach mal die Attacke über 10 Kilometer in der Abfahrt durchgezogen. Weil wir es können. Ganz einfach. Gekonnt ist gekonnt. Läuft bei uns. So, da kommen auch unsere Teamkollegen endlich mal rein. Mit Respektsabstand von 20, 30 Minuten. Das lobe ich mir. Die Stimme geht auch schon wieder etwas weg. Ich schenke mir mal was zu trinken ein. So, ganz gönnerhaft trinke ich jetzt Tee auf diesen wunderbaren Triumph. Den guten Pfefferminztee. Was die Stimme jetzt gerade nicht wirklich verbessert hat. Egal, komm, wir ziehen das durch. Siegerehrung, Jan Ulrich gewinnt vor Edgar Pinto und Felix Groß-Schachtner. Teamwertung, gut, sage ich nichts mehr zu. Aber das muss doch die nächste Stufe sein. Ulrich ist der Sieger. Das läuft verdammt gut. Also seitdem wir die Werte jetzt auch nochmal erhöht haben, läuft das wirklich zu gut. Aber wie gesagt, ich dachte, dass das eigentlich realistischer wäre mit Ulrich Beschleunigungswert 62, als jetzt mit der 57 darum zu gurken. Aber gut, vielleicht etwas overpowered. Egal, wir freuen uns, unter die ersten 20 kommen. Haben wir geschafft mit dem ersten Platz. 60 Punkte gibt es dazu, bedeutet die nächste Stufe für Jan Ulrich. Berg jetzt die 76, Zeit von 77, in der Ebene nochmal einen dazu, Abfahrt, Ausreißer, Zähigkeit und Regeneration jetzt auch schon die 71. Das sind ziemlich gute Werte. Und dann machen wir in der nächsten Folge doch direkt die nächsten Rennen und ich denke mal, wir können heute vielleicht auch die Saison noch fertig machen. Mal schauen, wie weit ich noch komme. Hab noch nie gemessen, wie weit ich komme. Entschuldigung. So, Frische geht auf 88% nach oben. Ermüdung ist bei 26%. Wie gesagt, das werden wir in der nächsten Saison etwas besser hinbekommen. Das ist dann jetzt von Zagreb nach Ljubljana und da geht es auch wieder ordentlich hügelig ins Ziel. Das wird dann aber schwierig werden für uns zu gewinnen, weil da die Konkurrenz auch ziemlich gut dabei ist. Also, wir sind nochmal aufgestiegen. Ulle ist jetzt schon fast unschlagbar bei allen Werten. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit einschaltet, mit dabei seid, wenn wir von Ljubljana nach Zagreb fahren. Also, sehr erfolgreiche Folge, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal beim Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich. Bis dann.